Sali, wir sind heute in unserem Frach oder Frisch. Erster Theatermann Pierre Specht dran, aber zuerst haben wir mit dem anderen Pierre Rendezvous, er ist gemäß Produzent im Grumme Elsass in Bogenum, er pflanzt nur naturelles Obst ungemäß, probiert er selber seine Energie zu produzieren. Los geht's. Auf der Heste von Bogenum ist sein Spielplatz riesengroß. Mit von anderen Häusern lebt der Pierre Roux auf ein bisschen mehr als 4 Hektar Land. Da produziert er seit Jahren naturelles Obst und Gemüse. Das ist wie in der Dschungel. Alles wächst und wächst und wächst. Für ihn war es eine totale Lebensveränderung. Früher hat er nämlich chemische Spritzmittel verkauft. Wenn du wirklich im Betrieb schaffst und verkaufst wirklich von der Landwirtschaft Produkte, und wo Natur angegriffen, wo du ja weißt, weil man tut das erbieren mit Produkten und Insekten. Nun hat es mich angegriffen. Dann habe ich gesagt, es geht nicht. Ja, wenn es vom Inneren kommt, dann muss man als dem nachgehen. Es ist nicht lustig, jeder da. Also, wenn ich die Wildnis war und muss da wirklich dran glauben. Glauben, dass eine andere Lebensart möglich ist. Uns beweisen, das hat der Pierre gemacht. Sein Häusel ist ein kleines Holzhäusel. Drüse Solarzellen, die um den nötigen Strom produzieren. Und in sich kein großer Tralala. Kein Tele, kein Frigidär. So, dann gehen wir mal vier machen. Keine Kochen. Und ein Herd, wo Omas warme Wasser macht. Jetzt ist noch hinten ein Behälter, wo warm Wasser ist. Das Warmwasser geht noch hier in die Höhe, geht in den Wasserboiler. Der wärmt sich noch wiederum, das Wasser da hinten. Durch ein Serpentin. Und das Kalt, wenn es noch abgekühlt ist, kommt es so da wieder rum. Dann geht es wieder in den Ofen, dann wärmt sich wieder. Und dann gibt es so eine Bewegung. Das Wasser kommt vom Brunnen. Ein ganz einfaches Leben, wo der Pierre sich ausgewaschen hat. Also, das ist jetzt alles frisch vom Garten. Das ist jetzt wirklich noch besser wie im Drei-Sterne-Hotel. Ich habe schon ein bisschen Bedenken von den Leuten, die noch kommen. Und wo vielleicht doch viel weniger mehr zufrieden sind. Nun mache ich das auch so. Also ich habe ja ziemlich Luxus. Ich habe ja warme Winter und ich habe Wasser am Robinet. Und wenn es eine Installation ist, und das würde sich viele Leute gerne haben in der Welt, wo arme sind. Aber wenn man so einfach lebt, und man kann sich auch zufriedenstellen. Also ich finde mal, so einfach bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich gehe auch mal gerne ins Kino, aber das nächste lebe ich da im Grund und noch durch Hocken und Sprenzen. Und er wird nur das gegessen. Die meiste Zeit verbringt er natürlich in seinen Stiegen, um die er sich allein bekommt. Zweimal pro Woche fährt er ins Dorf, um seine Produkte zu verkaufen. Sogar das Dorf geht dem Panneau Solaire zu. Auf dem Stand Courgette oder Fenchel, die nicht wie industrielles kalibriertes Gemüse aussehen und die viel Erfolg treffen. Prends encore le reste alors. Allez, hop. Soyons fous. Mangeons des petits pois. C'est vraiment tout frais. Ça vient de son jardin. Et puis voilà, c'est vraiment frais. Ça, c'était bon. Ouais. Ouais, et pourrais-je peux faire? Alors là, oui, du coup, il y a bon 5 kilos. Ouais, c'est bien? C'est 6 euros, s'il te plaît. Wenn er vor Jahren das Label Bio gehabt hat, ist es heute nie mehr der Fall, weil er den Preis vom Label seinen Kunden nicht will bezahlen machen. Alle Leute sollen sich frisches Gemüse und Obst kaufen können. Ich habe lange Jahre die Zertifizierung bezahlt. Und ich finde es ein bisschen ungerecht, dass der Kunde, der wirklich sich damit geht, der wirklich direkt beim Produkteur, also Erzeuger, kauft, dass er noch mehr bezahlen muss. Und darum habe ich auch wiederum die Chance. Ich bin von Bogenum, die Leute kennen mich schon lange Jahre. Sie sehen auch, wie es gemäß aussieht, wenn Lies auf dem Brokkoli sind, wie gesagt. Also das ist noch kein Problem für sie. Und wenn jemand unbedingt eine Zertifizierung will, dann geht er halt in ein Geschäft, wo das hat. Auf dem Stand nehmen die Leute an, dass es nicht viel und nicht immer von allem gibt. Ein Merk, warum Pierre pro Jahr in den 20-30 Euro inbringt, pro Monat bleibt mal so einmal alle Kosten weg, 800 Euro, wo umlangen. Platz jetzt an unserer Frach oder Fresh von der Hem Us mit dem Pierre Specht, Präsident vom Elsässischen Theater von Straßburg.
Pierre Speck, Präsident vom Elsässisch-Theater Stolzburg. Dein Lieblingsstegel? Oh, der Herr Merck natürlich. Was hast du gern im Theater? Was ich gern habe, das ist unser Publikum. Unser Publikum sind Lachen, sie zu uns kommen. Es ist fast so wie eine Familie. Dago. Was ist das Elsässische für dich? Es ist eine Sprache, wo man auch so Dänisch sprechen kann. Aber man kann auch sprechen, was man innerlich empfindet. Und also frech oder frech? Ah, ich bin frech als Straßburger, aber seit ob das ich in Apfig wohne, bin ich auch frech. Grand Est oder Kollektivität Europäen d'Alsace? Elsass natürlich, aber ich muss sagen, Grand Est ist auch nicht übel. Und warum? Es sind so viele Leute, die gute Elsässer geworden sind, seit ich dass wir im Grand Est sind. Mensch, ist der frech. Was würdest du uns noch sagen? Gehen ins Theater, ins Elsässische Theater Straßburg. Ich werde sehen, ich werde gut lachen.